dem Müll. Ich glaube, ich habe sie. Unsere Zielperson. Haben wir es geschafft? Ja. Lebt sie? Das wissen wir gleich. Schließ ihren Beomon an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Doch. Das sieht an. Nicht gut aus. Jo. Biomonitor-Konsole fährt hoch. Sandra Dorset. NC570442. Traumateam Platin. Platin? Ja. Scheiße. Wir hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Wir haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomon. Firmware Reconfig oder einen Neurovirus. Carajo, T-Bug. Du kannst das nicht sehen. Das sind nur Wannen, Eis, Haken und Beile. Also Scorplutscher-Hack, was? Ich hab da eine Idee. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomon stören. Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Check den Biomon. Hat sich was geändert? Hallo Sandra, falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deiner Standort ein. Der Biomon sagt, Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premiumplan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. 90% der Kosten. Holen wir sie aus dem Eis raus. Ja, dann holen wir sie jetzt endlich aus dem Eis raus. So. Oh, fuck! Herzstillstand! Wie? Sag mir, was Check da los ist! Check ihn, Hypo! Fuck, das ist nicht gut! Hier, fang es, ey! Ja, ja, Hypo. Haben wir auch. Ich glaube. So, sind wir jetzt bald mal durch mit dem Tutorial- und Prolog-Bereich? Jetzt bringen wir sie nach draußen und dann... Was passiert dann? Ah, der tritt einfach mal den Müllblatt. Den wir eben auseinandergeballert haben, oder was? So. So. Ja, da kommen sie, ja. Ja, sehr gut. Verfolgen Sie die Instruktionen. Im Türbereich anhalten. Im Türbereich anhalten. Ja, ja, ja. So. Patienten auf den Boden legen. Ja. Bitte schön, nimm sie mal mit. 5 Schritte zurück, jetzt! Ja, Arschloch. Echt mal, ey. Kann doch nicht wahr sein. Ich hab die Frau gerettet. TT-133 an Zentrale. Patientin NC570442 gesichert. Stimulanz wird verabreicht. Wie ist die Chemistry? 110 Norepinephrin. 800 Fibrin. Ein bisschen Blade Runner-Modus? Das auch grüßen, ne? So. Verschwinden wir. Der Fahrstuhl bringt uns direkt zur Garage. Gute Arbeit. Die Shitshow ist vorbei. Ich klinge mich aus. Wir sehen uns bald. Hör zu, Mano. Ich habe was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen borgen? Ich habe ein Date mit Misty und... Komm schon, ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Du rettest mir den Arsch, wie. Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren? Ja, bitte. Ja, danke. Ich bin hundemüde. Oh, fast vergessen. Du solltest Wakako anrufen. Wir sagen, der Job ist durch. Wakako. Ja. Wie? Wie lief es? Ist die Klientin gesund und munter? Natürlich ist sie das. Ma. Du hast doch vereinbart, oder? Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Jo. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause, oder? Jo. Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. Jo.
Überlass mir das, Mano. Ich fahre. Na, komm. Dann gib mal Gas, Jackie. Jackie, das ist Spin-off. Ja. Regen. Night City. Stadt wie jeder andere. Nur größer. Nicht wie jeder andere. Adam's Mash. Hier kommen Legenden. Legenden. Und es regnet aus Strömen. Holen wir uns was. Bist du dabei? Jo. Jack, die haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Oh, stimmt. Bin ich, oder? Ah, ich wusste es. Der Mann hinter uns verfolgt uns. Aber das ist kein bisschen. Jetzt fahr schon, Jackie! Kann ich! Halt ihn ruhiger! Ja, wenn ich könnte. So. Ja. Dein Baby ist arg zerkratzt. Ja. Dankeschön. Schon okay. Das kann warten. Fahren wir lieber nach Hause. Ja. Sehr schön. Also willkommen in Night City. Erste Begrüßung: Schießerei. Zweite Begrüßung: Karre kaputt. Ja. Kann man hier mal die kacken Musik hier ausmachen oder was? Was hat die denn jetzt? Watson ist bis auf Weiteres abgesperrt. Mhm. Notwendige Sicherheitsmaßnahme. Officer, bitte. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ach ja? Und was macht mich so besonders? Na, Ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ihrem Mädchen? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich meine, ich versuche ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Ein guter Grund. Sieh an, kein Musterbürger, aber trotzdem ein guter Kerl. Mhm. Ja. Lasst sie durch! Aber sie sind die Letzten! So. Okay, dann mal los. Dann, einen schönen Abend wünsche ich. So ist das also. Einfach mal einen Stadtbezirk ab. Sowas. Du kannst ja richtig nett sein. Wann bin ich nicht nett? Immer? Ich bin immer nie nicht nett. So, Watson, Watson. Einfach mal ein ganzer Stadtbezirk gesperrt, ne? Nicht wie eine normale Festnahme aus. Weil das keine Bullen sind, sondern Nextech. NCPD eigene Sondereinheit. Die kommen, wenn was richtig aus dem Ruder läuft. Idioten wie die da fressen die zum Frühstück. Ja, das war's dann wohl. Arme Schweine hatten keine Chance.
Jo, wir fahren ja schon. Nö, ich will die Fahrt nicht überspringen. Wir haben ja Spaß hier dran. Ja. Außerdem sieht man mal was von der Stadt. Wir sind gleich da. Und du? Jetzt kommst du sicher nicht mehr nach Haywood. Die lassen mich nur. Bist du dir da sicher? Ah, ich spiel wieder den netten Jackie. Ah, komm, du fährst wie eine Oma. Jetzt gib mal Gas ein bisschen hier. So. Ja. Ich träume wie. Grüß Misty von mir. Wer dich. Hi luego. Hasta luego. Weg. Ab. Raus geht's. Genau. So. Gut. Ja. Ein Fahrzeug abhaben. So. Buck? Ja. Ich kenne einen Netrunner, der dir helfen kann. Hm? Gleich kommt die Details. Möge er gepriesen sein, unser Vater im Himmel. Und unser zweiter Gast ist Karina Lee, Moderatorin der Show Chip In. Sie wirbt für die Verwendung kybernetischer Implantate. Wie geht's denn so, meine Schöne? Kann ich ja. Mich beschweren, Siggy. Danke für die Einladung. Na ja, wie geht's euch? Nach Hause? Das blöde Tor ist kaputt, zum dritten Mal. Ich hab schon die letzten beiden bezahlt. Das ist doch Betrug. Hm. Der Hausmeister kriegt was zu hören, nur her. Es ist nur später, okay? Ich hab grad zu viel um die Ohren. Ja, dann gehen wir mal rein. Ich soll ins Bett gehen, okay? So. Lager öffnen. So. Jetzt können wir mal gucken. Ja. So. Okay. Ich hab schon die bessere Panzerung. So. Ist auch besser. Ja. So, was haben wir denn hier an Waffen? So. Ja. So. Jetzt mal gucken, ausgerüstet. Aber was Besseres. Ach nee, herrlich. Mhm. Geh ins Bett. Jo, mach ich. So, da ist mein Bett. Hinlegen und pennen. Ach, gemütlich. Gemütlich wie eine Pritsche. Mhm. Erster Akt. Okay. Hitze und Auseinandersetzungen Santo Domingo
Wer zuerst geschossen hat, fängt davon ab, wen ihr fragt. Ja. Oh, wie? Hast du überhaupt geschlafen? Egal, steh auf. Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Beim Verlinken mit dem Konzern Biomon. Irgendein Neurovirus, oder? Ich muss zu Vic. Soll er mir sagen, warum mein Kopf und Magen eine Party feiern? Okay. Ich fahr dich. Hab deine Karre dabei. Sieh dir was an, ich warte unten auf dich. So. Okay. So. So. So, wo kann ich denn mich ausrüsten? Wo rüste ich mich denn aus? So, jetzt müssen wir mal gerade in die Einstellung gucken. Tastenbelegung, wo wird das ja wohl sein? Hauptmenü öffnen. P. Und da öffnen. Oh. So. So. Da kann ich also okay, Waffen. Was nehmen wir denn da? So. Fangen wir mit 57 SPS an. So, Zielfernrohr. Oh, zweite Waffe. So, aber nichts mehr. So. Und als letztes dann die Schrotflinte. Für den Nahkampf könnte man auch noch eine Waffe mitnehmen. So, 152 DPS. Cyberdeck. Okay. Ja. So, dann wollen wir mal jetzt mal wissen, was aus dem Lager raus. So, nehmen wir jetzt mal alles mit und dann schauen wir mal, was wir uns da Schönes zusammenstellen. Ja. So, Basecap. Haben wir nur das. So, Gesicht. Haben wir nix. So, 15. So. Okay. Hm.
Wie viel Panzerung haben wir denn da? So, wenn ich hier das nehme. Haben wir Panzerung 33. Füße. Gibt's da was Schönes? So. Kleidungssets haben wir keins. So. Werte. Okay. Mhm. Journal. Nebenmission und Ripper Dog. Der Auftrag. Ja. So, und damit sind wir auch am Ende der ersten Aufnahmesession angekommen. Und ich sage mal, an dieser Stelle mal bis zur nächsten Folge von Cyberpunk 2077. Ciao.